Hallo, was steckt eigentlich hinter der Cauchy-Folge? Ja, Cauchy wird's ausgesprochen, soweit ich weiß. Und ich habe das Ganze mal fachliche Bedeutung genannt oder was kann man sich darunter vorstellen? Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, sollte das ungefähr der Definition entsprechen. Der Vollständigkeit halber habe ich alles reingeschrieben. Für uns ist im Grunde das hier wichtig. Wenn wir irgendeine Folge haben, damit wir nicht die gleichen Buchstaben nehmen, sagen wir haben eine Folge AI, dann steht hier einfach nur, dass der Abstand zwischen. Also das mit den Dings hier, mit dem Betragszeichen ist ja der Abstand. Also dass zwischen einem und einem anderen irgendwann das ganze Ding relativ klein wird. Hier steht jetzt, dieses komische Epsilon ist definiert als größer als 0. Wird bei uns dafür verwendet, dass das verdammt klein sein soll. Also dass dieser Abstand hier beliebig klein werden kann. So, und ich habe es jetzt auch schon gesagt, was eigentlich der ganze Trick hinter der ganzen Sache ist. Sagen wir, wir haben hier so einen Zahlenstrahl. Und gehen wir mal theoretisch davon aus, wir haben eine Folge AI, die hier gegen, weiß nicht, praktischerweise gegen 0 geht. Und wir wissen auch, das erste Glied in AI ist, keine Ahnung, minus 2. Sagen wir, hier ist die minus 2. Dann geht ja unsere Folge immer mehr Richtung die 0. Haben wir ja eben gesagt. Damit das aber funktioniert, ich mache die hier mal wieder weg, können wir ja nicht immer den gleichen Abstand haben. Sagen wir, vom ersten zum nächsten ist der Abstand so groß, dann ist der Abstand so groß. Und es wird ja hier immer weniger Platz, dann müssen wir immer weniger kleine Abstände nehmen. Weil wenn wir unsere Abstände gleich groß machen würden, würden wir irgendwann die Null überschreiten. Das dürfen wir ja nicht. Unsere Folge soll ja gegen Null gehen. Und das heißt, wir müssen unsere Abstände immer, immer kleiner zeichnen. Und das ist genau das, was er hier oben sagt, dass genau dieser Abstand zwischen zwei Gliedern, zwischen zwei beliebigen Gliedern, immer kleiner wird. Und zwar beliebig klein. Was das Gedöns hier vorne bedeutet, ist einfach nur, dass es nicht für alle Glieder gelten muss, sondern dass es zum Beispiel, dass er zum Beispiel sagt, okay, ab hier, erst ab diesem Punkt, soll ich vielleicht eine andere Farbe verwenden, so, erst ab diesem Punkt gilt das hier. Erst ab diesem Punkt werden die immer kleiner, beliebig klein. Davor kann was auch immer passieren. Sind sie alle gleich groß oder so. Das Wichtige bei dieser Cauchy-Folge ist im Grunde nur, dass wir haben diese Null. Wir haben jetzt am Anfang gesagt, okay, es soll gegen Null gehen. Die Null kommt ja hier in keiner Weise vor. Jetzt mal abgesehen von dieser Null hier, aber das ist eine andere Null. Das heißt, wir können mit diesem Ding hier zeigen, dass wir eine Folge haben, die konvergent ist, ohne dass wir irgendwie angeben müssen, wohin sie konvergiert. Und vielleicht, wer sich noch erinnern kann, dass für die Konvergenz oder für den Grenzwert, das sieht dann ungefähr, weiß nicht, in der Regel so in dieser Form hier aus. Und zwar ist es dann, wir können es natürlich auch mal umschreiben, passend auf das, was hier wir benutzen. Wir hätten hier eine Folge und die geht dann gegen unseren Grenzwert und das ist dann beliebig klein. Das heißt, Entschuldigung, was dieses Ding hier sagt, dieses Grenzwert-Ding sagt, ist, dass dieser Abstand immer kleiner wird. Und zwar zwischen dem Grenzwert und zwischen unseren beliebigen Gliedern, die hier stecken. Und was die Cauchy-Folge sagt, so, was hier die Cauchy-Folge sagt, ist einfach nur, dass dieser Abstand zwischen zwei Gliedern immer kleiner wird. Der Vorteil ist, wie gesagt, wir brauchen gar nicht das Ding hier zu wissen. In dieser Formel hier muss man nämlich das Teil hier wissen. Und das müssen wir für unsere Cauchy-Folge gar nicht wissen. Ja, und das war auch schon die Erklärung für die Cauchy-Folge und nochmal der Unterschied zum Grenzwert.